Dass es Menschen gibt, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen, das kennt man. Aber dass es einigen Tieren auch so geht, das ist neu. Huhn Mösi ist so ein Fall. Das Tier will offenbar kein Huhn sein, sondern benimmt sich eher wie eine Katze. Tja, schon als Küken machte Mösi auf Stubentiger. Eine Katzenklappe irgendwo in der Nähe von Dortmund. Aber Moment mal, ein Huhn? Was macht das denn da? Da wird ja die Katze im Körbchen verrückt. Das Huhn, das Lebtier. Zusammen mit zig Katzen in einer tierischen WG. Und natürlich hat das Huhn auch einen Namen. Gestatten, Mösi. Sie ist ein Huhn, vielleicht mit einer Seelenwandlung, habe ich mir so überlegt. Denn ich bin mir noch nicht ganz sicher, was in diesem kleinen Hühnerkopf wirklich drin ist. Aber eins ist sicher, eine Hühnerseele ist da nicht drin. Vielleicht eine Katzenseele. Und das kam so. Als kleines Küken blieb Mösi bei dem Hobby-Hühnerzüchter als Einzelkind übrig, sonst nur umgeben von Katzen. Also wurde das Federvieh zum Stubentiger und passte sich in seinem Verhalten den Katzen an. Die Katzen waren immer um sie rum und sie hat mich und die Katzen gesehen und dadurch hat sie sich auf mich und auch besonders auf die Katzen geprägt. Und hat sich diese Verhaltensweisen, die die Katzen so an den Tag legen, hat sie dann einfach praktisch mit übernommen. Dass sich Mösi ausgesprochen wohl fühlt, merkt Frauchen Martina schon beim Essen. Das Katzenfutter schmeckt dem Huhn hervorragend. Nur das Picken nach der Milch, das scheint ein bisschen umständlich. Und verschmust wie eine Katze ist Mösi natürlich auch. Sie ist unheimlich kuschelig und schmusig. Sie genießt das auch und sie hat ja ein unheimlich weiches Gefieder. Beim Lieblingsplatz aber, da hört der Spaß dann auf. Hier ist nur Platz für eine und das ist Mösi. Also im Moment ist es so, dass Mösi hier das Regiment übernommen hat. Sie ist also eindeutig die Chefin. Wenn sie einen Platz bevorzugt, weiß sie schon ganz genau, wie sie sich da Platz verschaffen kann. Und so kann das Katz-und-Huhn-Spiel noch ewig weitergehen. Nur ob Mösi wie ihre Mitbewohnerinnen auch 7 Leben hat, das wissen wir nicht. Ja, das war's von uns von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de oder jetzt gleich im Anschluss im ZDF Mittagsmagazin mit Norbert Lehmann. Wir sehen uns also morgen wieder. Dann schauen wir unter anderem auf einen ganz besonderen Kriminalfall. Im sogenannten Maskenmann-Prozess wird nämlich das Urteil erwartet. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis morgen. Ich zähle auf Sie.